Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Holy Trinity, die Apokalypse, mit dem lieben TK7. That's right, get up and boogie. So. Get up, feeling. Ja. Dies wird dann auch erstmal der letzte Part sein mit dem lieben Tommy, aber naja. Wir haben auch ein paar Parts zusammen. Wir haben ein paar Parts zusammen und vielleicht wird sich das ja nochmal geben. Genau. Dass wir Trinity zusammenspielen. Genau. Hallo. Ja, mehr hast du mir nicht zu sagen? Hallo. Okay. Mit Ling redet ja, er gerne und viel, aber nicht mit uns. Wir sind zu uncool für diese Welt. Du hast halt keine Brust, als Tommy. So, hier ist die Turnhalle, hier wollen wir nicht hin. Jedenfalls wirkt es immer einfach so ein Hallo. Ja. Macht der schon wieder Hallo. So. Oh nein, ein Wunder ist geschehen. Rock ist nicht in der Kantine. Das ist der Wahnsinn. Bestimmt kurz auf Toilette. Ja genau, und da steht er wieder da vor und sagt Hunger. Die Soldaten erzählen uns auch nichts Neues hier. Was soll ich nur tun? Freizeit ist so langweilig. Man merkt's. Jetzt bleib doch mal stehen, Soldat. Rede mit mir. Rede. Hallo? Rede mit mir. I don't wanna talk to you. Ist echt so. Zum Arzt kann ich auch nicht. Und die andere Tür ist verschlossen. Yeah. Zu den Marshals kann ich garantiert auch immer noch nicht. Die Marshals erwarten derzeit keinen. Was hast du für eine Stimme? Keine Ahnung. So. Oh, hier steht eine Truhe. Stand die hier vorher auch schon? Ja, anscheinend. Yay, ich kann den Deckel auf und zu klappen und nichts passiert sonst weiter. Ich frag mich auch nur noch, ob man einfach ein falsches Event gesetzt hat, weil man muss... Man kann das ja wirklich so einstellen, dass wir kein Item bekommen, so wo ein Item vielleicht hier drin sein müssen. Ja, oder ich glaube, ich habe es schon da rausgenommen. Das könnte auch sein. Hm. Die anderen vom anderen Nebenzimmer kann ich immer noch nicht besuchen. Die sind, keine Ahnung. Ich frag mich, was du machen musst, ehrlich gesagt. Hm. Das ist schön, dass du auch keine Ahnung hast. Ja, wahrscheinlich in Nadine irgendwie mal ansprechen, der vorher nicht da war, aber... Hm. Ich will nicht nochmal nach Nadine. Ich glaube, du hast keine andere Wahl. Ich fürchte es auch. Machen nix. Es kostet lustig, diese Nebengeräusche zu haben. Gut, dann gehen wir nochmal nach Ladin. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Das Wandern ist es, wenn Pisus. Eigentlich nicht, aber egal. Das Wandern ist es, Tommys Lust. Das Wandern ist es, Tommys Lust. Das Wandern. Ach ja, immer wieder schön mit dir aufzunehmen. Ich freue mich, dass es heute noch geklappt hat. Ja, ist auch ein wirklich netter Abklang für den Tag, muss man sagen. Also, ich habe mir so gedacht, so, jetzt kommst du nach Hause, bist gerade kaputt und gehst eh bald pennen. Aber so ist das auch so ein schöner Abklang. Ja. Der Weg ist aber auch echt viel zu lang, gell? Hätten sie einfach so ein Warpfeld einbauen können, so pschuh. Nein, das geht. Ja, das ist ja gerade das Schöne daran, ne? Einfach nur Spielestreckung. Der Weg muss lang sein. Der Spieler muss sich langweilen. Aber es ist wichtig. Wenn das eine kurze Route wäre, das würden ein paar Gegner aufkreuzen, meinetwegen, aber so. Nein, das wäre ja noch schlimmer. Ja gut, irgendwo muss man auch leveln können in dem Spiel. Ja, das... Wir leveln in dem Spiel ja nicht mal durch Kämpfe, das ist ja das Schöne. Ja gut, dann frage ich mich immer noch, was dieses EB1 heißt. Ich hatte jetzt gedacht, dass es vielleicht so irgendwie dein Erfahrungswert oder sowas aussagt oder so. Also ist bei mir hängen geblieben. EB steht, denke ich mal, für Level. Also bei Vampire's Dawn steht da jetzt stattdessen Level anstatt EB. Mhm. Also von daher nehme ich das mal stark an. Wir sind immer noch alle Level 1. Wir sind einfach so uncool. Ja gut, ist wahrscheinlich jetzt, wenn du jetzt einen Rang quasi als Soldat hast, wird das wahrscheinlich steigen, gell? Ja, also es ist halt so, dass wir hier nicht durch Kämpfe leveln, sondern durch Quests, die wir erfüllen. Quests? Ja.
Vielleicht in den Pub gehen. Pub klingt so, so als wäre da was los. So. Ja, da habe ich ja damals Chris kennengelernt. Mal sehen, was kann er denn so ist, zu uns sagen. Na, alles klar. Ja, passt schon. Ist ja viel los hier im Pub. Ja, ich weiß. Was haben wir da alles so an Ausrüstung? Können wir uns was Neues vielleicht noch kaufen? Was haben wir da alles so? So, für Tommy haben wir keine Waffe? Tommy hat keine Waffe, kein Schild. Er hat nur eine Rüstung und sonstiges hat er nichts. Was? Vermutlich, weil du den Bogen vorhin ausgesetzt hast und den Bogen hat er dir wieder weggenommen. Ja, aber ich müsste ja auch so irgendwie Waffen haben, denke ich doch mal. Ling hat Felsmacht, aber auch kein Schild und ja, sonst auch nix. Mal sehen, was hat der liebe Chris? Chris, schätze denn, was hast du denn? Du hast auch nichts außer eine Rüstung. Dann gehen wir doch mal ein bisschen shoppen. Haben wir überhaupt Geld? Fragezeichen. Wir haben 10 Gold, dafür können wir uns wahrscheinlich nichts kaufen, aber egal, wir gucken mal nach. Hallo, Strubbelpeter, was gibt's denn Schönes? Hey Tommy, sorry, aber ich kann dir leider keine Waffen ohne jeglichen Waffenschein geben. Yippie-yay. Schweinebacke, ja. Nein, ich wollte nicht leider. Warst du schon in deinem eigenen Haus vorhin, als du in Nadine warst? Bei meinem Haus, meinst du? Also von Tommy, ja. Jetzt gerade so nicht, nee. Vielleicht passiert ja da irgendwie was. Oh, mal gucken. Mal sehen, ob die alte Schachtel noch was Neues zu erzählen hat hier. Ich wette mit dir, du brauchst Pilze. Ach, nee, nicht schon wieder. Nein, ich möchte nicht über Alchemie lernen. Verdammt, ich hab so schnell gedrückt. Frischwasserquelle, Pilz, Fiole und Arten von Pilzen, Steinpilz, ja, ist gut. Judas-Ohrpilz. Danke, tschüss. Ich liebe ihre einfache Alchemie. So, gehen wir doch mal in mein Haus. Ich bin hundemüde. Achso, jetzt habe ich dich vorgelesen, verdammt. Dauert bei mir noch, bis ich da angekommen bin, gell? ich bin hundemüde. Ja, passt okay. Ja auch, ne? Was du vorhin gesagt hast, so von wegen, ja, einfach dann schlafen gehen, passt. Du sagst das. Lass uns gemeinsam in ein Bett gehen. So, ich auch, aber wo soll ich schlafen? Auf dem Boden, wo du hingehörst. Der sieht aus, als würde ihm das eigentlich nichts ausmachen. Oder ist ein Text von mir, hä? Warte. Mhm. Wo hast du denn die Woche vor der Ausbildung geschlafen? Keine Ahnung, muss ich erst mal kurz überlegen. Draußen! Ja, dann kannst du ja jetzt wieder draußen schlafen. Ist das dein Ernst? Nein, ich alber gerade rum. Natürlich ist das mein Ernst. Ja, Teil auf den Tritt das Bett macht, ein Sandwich. Wird der Text immer noch nicht angezeigt bei dir? Warte. Ich kann jetzt zwar kein Bett bieten, aber du kannst bei mir drin schlafen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Es wird echt immer so, als ob du irgendwas anderes am machen wärst und nur her auf dem Bildschirm guckst, wenn ich dir sage, hey, du hast was vorzulesen. Ich glaube, mein Traum ist schuld. Das sagen sie alle. Und mein Kopf. Ja. So, Marshall Colral. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Das ist aber eigenartig. Seit 2 Jahren kommt der Kundschafter regelmäßig und pünktlich. Es muss eine Verspätung sein. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. 2 Tage Verspätung? Ey, yo, ich schlage vor, wir warten noch, ne? Bis morgen. Ja, wenn dann nicht kommt, ne? Dann schicken wir ja einen Trupp dahin. Muss nicht sein. Wir können auch die neuen Rekruten schicken. Die haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Voll die geile Idee. Ja, ist das Wochenende im Bett verbringen können wir auch mal einer mal. Ja. Das schaffe ich ja doch rechtzeitig zum Essen. Schon wieder essen, yay. Ey, ich hab gelesen, bevor du es gesagt hast. Ja, das ist cool. Yay, er passt doch auf, er hat gelernt, Leute. Ach ja, schön. Das sieht jetzt auch so wieder, wie man mir beim Essentisch ankommt.
Das macht nichts, weil bei der Speicherstatue in der Kantine werde ich speichern und dann den Part beenden. Denn die 10 Minuten, die wir ja nur noch machen wollten, sind auf jeden Fall rum. Und ich will dich ja von deinem... Ich will dich ja nicht davon abhalten, jetzt wirklich auch was essen zu gehen. Ja, ich muss aber Tommy essen. Aber ich konnte wenigstens noch weiterkommen, also... Ja, das auf jeden Fall. Verwirrt weiter rumsuchen, gell? Dein Tipp, einfach mal nach Ladin zu gehen, war Gold wert. Deswegen speichern wir jetzt auch an einer goldenen Statue. Mystisch. So, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen fürs Zugucken und Zuhören und bedanke mich ganz recht herzlich natürlich bei dir, Tommy, dass du dabei warst. Ja, es ist auf jeden Fall, das Spiel gefällt mir immer noch nicht, aber es ist spaßig, bei dir dabei zu sein, deswegen gleicht sich das aus, auf jeden Fall. Das ist schön. Ja, und es ist trotzdem ein lustiges Spiel, also, ja. Die Fehler von dem Spiel und die Dialoge, die machen halt aus dem Spiel trotzdem was Amüsantes heraus. Die Dialoge. Dialoge. Ja, also ich habe auch schon mal zu Chris gesagt, weil er hat auch so das Projekt jetzt ziemlich bald nachgeholt, gestern viele Parts geguckt und meinte dann so von wegen, ja, ich kann das Spiel überhaupt nicht ernst nehmen. Wo ich auch nur meinte, ja du, das kann keiner, glaube ich. Also es ist ja sozusagen ein Lachprojekt, sag ich mal, und von daher passt das. Ja, mir tut aber echt der Hersteller leid, dass er halt jetzt quasi so ein bisschen unter den Tisch gezogen wird oder über den Tisch gezogen wird dadurch. Weil ich denke mal, er hat sich schon Mühe gegeben. Er ist selber schuld. Bei dieser schlechten Grammatik und diesen vielen Logikfehlern, das kann man nicht ernst nehmen, das Spiel. Ist es eigentlich Englisch und wurde ins Deutsche übersetzt oder Deutsch? Die ganze. Also weiß ich, weiß oder zufälligerweise was? Das ist die Frage. Warte mal, wir können mal eben nachgucken. Wir können mal auf Spielende gehen. Da müsste ja angezeigt werden im Menü, von wem es das nochmal ist. Wirklich verlassen? Ja. Nein! Der Name des Herstellers steht hier nicht. Yay! Na gut, dann das google ich es und werde es dir sagen. Und ist ja jetzt nicht relevant für den Part, würde ich sagen, oder? Richtig, und ja, ich meine, ich bin ja auch nicht die Erste, die das Let's Played. Also der bekannte Let's Player TrueMG hat das ja auch schon Let's Played und der hat das Spiel auch gnadenlos durch den Kakao gezogen. Hat gesagt, das einzige Gute an dem Spiel ist die Musik hier im Intro, ansonsten ist alles scheiße. Ich gebe ihm recht. Aber naja, ich finde es auf jeden Fall lustig, weil das halt so viele herrliche Fehler hat und man so viel reininterpretieren kann. Und ja, von daher passt das. Gut. Okay, es ist ein deutsches Spiel. Es ist auf jeden Fall ein deutsches Spiel. Ah, hast du doch schon nachgeguckt. Aber gut, dann würde ich sagen, ja, danke, dass ich dabei war. Und ja, ich freue mich auf unsere nächsten Aufnahmen und bis bald, Wempi. Jo, und auch die Zuschauer versteht sich. Ja, ich hoffe auch, dass wir bald wieder was aufnehmen können. Hallo, ist immer wieder Zuschauer. Schön. Oh, es steckt an. Wir können auch nicht mehr Deutsch reden. Wir sind so fertig, unser Gehirn wurde weich gekocht. Ja. Naja, deswegen schnell die Aufnahme beenden, bevor wir noch mehr Scheiße labern. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und bye bye!